Tag, meine Damen und Herren. Ich melde mich aus dem Boca-Stadion in Buenos Aires. Es ist jetzt hier gleich 15 Uhr und ich glaube, dass Sie zu Hause auf dem Bildschirm mehr sehen als ich. Bei uns ist alles absolut weg, aber ich nehme an, wir kommen doch noch zusammen und Ton und Bild passen, denn ich kommentiere einfach das, was ich auf dem Spielfeld sehe, ohne im Augenblick natürlich Kontrolle zu haben. Das ist ein kleiner Vorgeschmack, den man haben kann. In weißer Hose und dunklem Trikot sehen Sie die deutsche Nationalmannschaft beim Anstoß. Und der Schiedsrichter Cesar Coelho aus Brasilien hat den Ball freigegeben. Die deutsche Mannschaft mit Gatti, die Argentinier mit Gatti im Tor, mit Pernilla, Holguín, Passarella, Carrascosa, Ardiles, Galeno, Villa, Bertoni, Luque und La Rosa, Namen, die noch nichts geben, aber hoffentlich bald. Hier ist Beer am Ball und die deutsche Mannschaft mit Franke im Tor, mit Vogt, Rüssmann, Kalt und Dietz. Und hier die erste Attacke der Argentinier und Bertini. Ich sage Ihnen noch, wer im Mittelfeld spielt, Beer, Bonhoff und Hölzenbein und im Angriff Abramczyk, Fischer und Volkert. Sie werden also, genau wie ich, Flohe und Müller aus Köln vermissen und auch Torhüter Meier, der verletzt. Meier verletzt, Flohe leicht gezerrt, hat man mir gesagt, und Müller auf der Reserve. So, inzwischen haben wir auch ein Bild. Es ist halt alles ein bisschen weit von Kontinent zu Kontinent und auch bis unsere Kabine. Zwei, drei Sätze mehr zum Anfang. Hier mit der Nummer 10, der Spielmacher der Argentinier, Villa. Dann Passarella, Ardiles und Calz de Libero. Die Argentinier haben zu Hause hier im Boca-Stadion die Ungarn 5:1 besiegt und die Polen 3:1 und die deutsche Mannschaft, der Weltmeister, soll natürlich auch verlieren. Das ist der große Wunsch. Man will zeigen, dass hier in Südamerika, in Argentinien, der beste Fußball gespielt wird. Rüssmann, Hölzenbein, zu De Gatti, Passarella, das ist der Kapitän, Carrascosa. Und dieser bärtige Mann, ich weiß nicht, ob man so gut erkennt, ja, man sieht, Vilas, dann Fischer und so der Gatti, der erfahrenste seiner Mannschaft. Bier. Ich kann Ihnen jetzt noch etwas zum Wetter hier sagen. Es ist ja Winter in Argentinien, 99% Luftfeuchtigkeit. Nebel bis vor einer Stunde, dass man keine 50 Meter weit sah. Also Franke von Braunschweig im Tor für den verletzten Sepp Maier, der wahrscheinlich jetzt wieder in Rio zum Einsatz kommt. Das ist Frankes viertes Länderspiel und hier im Boca-Stadion in Buenos Aires, direkt in einem Hexenkessel. Eine sehr schöne Kombination, Holguín, das sind interessante Zweikämpfe, die sich anbahnen zwischen Villa und Bonhoff. Volkert, nach 8 Jahren zum ersten Mal wieder in der deutschen Ländermannschaft.
Innenverteidiger Dietz und Volkert. Auf beiden Seiten überwiegt anfangs die Hochachtung voreinander. Trainer Menotti hat die deutsche Mannschaft studiert und seinen Spielern genau gesagt, dass man hier nur aus der Defensive spielen kann, auch im eigenen Stadion, um nicht überrascht zu werden. Kalt, der Libero aus Hamburg, dann Bär, alles noch ein bisschen ungenau anfangs. Und Villa gegen Bono. Hölzenbein. Und das ist Foulspiel von Holgin. Holgin bekannt als äußerst harter Abwehrspieler hier in Argentinien. Hölzenbein, den Sie hier sehen, der die Rolle von Flohr im Mittelfeld übernehmen soll. Flohr, der wegen einer leichten Zerrung nicht spielt. Volker, Schuss und Nachschuss an die Latte und Kopfball im Tor. Das war also Fischers Einstand, dieser Kopfball, der Gefahr brachte. Dann der Nachschuss von Antramczyk und dann der Kopfball von Fischer und das 1:0 für die deutsche Mannschaft in der 8. Spielminute. Da sieht man, was Volkerts Routine ausmacht in solch einem Spiel. Zurückgeholt nach 8 Jahren, ich sagte es wieder, die deutsche Mannschaft. Von ihm kam die Flanke. Abramczyk hat seinen Gegenspieler Carrascosa mit der Hand zur Seite gedrängt, deshalb dieser Freistoß. Passarella. Ardile ist ein guter Spieler im Mittelfeld, der so die Wimmerrolle spielen soll, wie ganze 50 Kilo an Schneidergewicht, aber ein guter Fußballer. Volkert. Oh ja, Bono. Zum Spielsystem der Argentinier ist zu sagen, das sieht man jetzt nach den ersten 10 Minuten, sie spielen ohne Libero in einer Viererkette und das hat sich im Augenblick nicht bezahlt gemacht. Villa. Schön gespielt. Und das war Ardile, von dem ich sagte, der schnelle Mann in der Wimmerrolle, so wie der Mönchengladbacher sie früher bei uns gespielt hat in der Nationalmannschaft. Ein guter Techniker, einer, der seinen Gegenspieler, wie man so schön sagt, totlaufen kann. Torhüter Franke, Hernia, Handspiel reklamiert, aber wenn dann sicher angeschossen. Und guter Positionswechsel, Kalt, der Libero auf dem rechten Flügel. Dem linken,
Felsenbein, Volkert, Kalb, dann Bonhoff und Fischer. Das ist wieder Mittelfeld als Villa. Ja, ganz klar gefault, in die Zange genommen und nicht gepfiffen. Dietz, Volkert, Martinez, La Rosa, und das ist Mittelstürmer Luque, gegen den Rüssmann spielt. Und Luque ist der große Torschützenkönig hier der Nationalmannschaft von Argentinien, zusammen mit Rechtsaußen Bertoni. Passarella, Carrascosa, ich habe inzwischen auch ein Fernsehbild hier in meiner Kabine, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir haben uns auch ohne ganz gut verstanden. Ich sehe, dass nicht immer europäisch gefahren wird hier von unseren argentinischen Kollegen, die an den Kameras stehen und an der Bildregie. Aber wir sind Gäste hier und haben das, was wir uns bieten, halt zu akzeptieren. Carrascosa, der Linksverteidiger, der Mittelstürmer Luque gegen Rüssmann. Na, da wird der Rüssmann es schwer haben. Oder Abramczyk. Passarella hat Abramczyk ganz klar auflaufen lassen. Der junge Rechtsaußen von Schalke 04 kann weiterspielen, aber es war natürlich für ihn eine Warnung, die man hier in Argentinien zu blockieren versteht. Bonhoff. Bier. Noch da. Dort der Gatti. Er ist 32 Jahre alt, der routinierteste seiner Mannschaft neigt zur Schau. Die Argentinier, das erkennen wir jetzt nur mit zwei echten Sturmspitzen, mit Bertoni und Luque. Alles andere wird aus dem starken Mittelfeld aufgeführt. Ardiles. Und Mittelstürmer Luque. Gefährlich. Einwandfrei vom Ball getrennt. Da sehen Sie, wie die Zuschauermassen nach vorne stürzt, das sind keine Schutzgitter, doch keine Welle, die Zuschauer auffangen können. Ein altes Stadion, dieses Pokerstadion, ein sehr gefährliches dazu. Der Platz ist übrigens nur 95 Meter lang und 68 Meter breit, also viel zu kurz für internationale Begegnungen. Fischer. Und der Gegenangriff. Abramczyk. Fischer in Position. Und auch Fischer. Und Volker. Das sind Konterangriffe, die aus dem Buch. Schwache Faustabwehr. Abseits, abseits. Aber ein Konter, der sich sehen lassen kann.
Duelle zwischen Rüssmann und dem starken Mittelstürmer Lucke versprechen, das Spiel zu beleben. Passarella, der den Ball geschossen hat, hier sehen Sie ihn groß im Bild. Er ist der Freistoß-Spezialist in der argentinischen Nationalmannschaft. Wenn die Bälle oft wegspringen und die Spieler etwas unbeholfen scheinen, liegt es am Platz. Das ist uneben. Und zum ersten Mal unterstreicht Bertoni seine Gefährlichkeit. Bertoni, der in der Ländermannschaft jetzt 5 Tore geschossen hat in 2 Spielen, und Volker. Gespielt sind etwa 18 Minuten, meine Damen und Herren, wer zu spät eingeschaltet hat. Das Spiel steht 1:0 für die deutsche Mannschaft durch ein Tor von Fischer in der 8. Spielminute, ein Kopfballtor. Bertoni. Mit der 7. Und Villa. Argentinien hat auf alle seine Stars im Ausland verzichtet. Seine Menotti baut eine junge Mannschaft auf. Hat test jetzt eine Serie von 7 Länderspielen gegen europäische Mannschaft in 6 Wochen. 7 Stück. Deutschland ist die dritte Mannschaft, die hier ist, der Weltmeister. An ihm will man messen, wie weit man ist. Nummer 5, das ist Gallego. Er spielt eine Art Vorstopper in seiner Mannschaft, mein Defensiv. Aber jetzt geht es natürlich weiter nach vorne. Gallego spielt gegen Hölzenbein und das ist eine schwere Aufgabe. Villa. Der dritte Eckball für die argentinische Mannschaft. Der Platz inzwischen mit Papierfetzen übersät. Temperament der argentinischen Zuschauer. Carosa. Wieder La Rosa. Carrascosa und die Kontermöglichkeit. Sehr gute Kontermöglichkeit über Volkert. Sehr schöner Trick. Ich glaube, dass gerade in solch heißen Spielen wie diesem hier der körperliche Einsatz ist nicht zu verkennen. Und die Ernsthaftigkeit dieser Begegnung, die weit mehr ist als ein Freundschaftsspiel. Ich glaube, das ist gut, wenn ein paar Routiniers in der Mannschaft stehen. Und die deutsche Nationalmannschaft hat deren viele, die 29 und schon 30 und über 30 Jahre alt sind.
hat sich zu einem Kleinkrieg entwickelt, Zweikampf. Jeder passt genau auf seinen Gegenspieler auf, zieht beinahe vergeblich auf den starken Bertoni. Das ist Bertoni von Independiente hier, einem Verein hier aus der Großstadt Buenos Aires. Das sind ja 9 Millionen Einwohner aus einem Vorortverein Independiente. Fischer am Ball, dann Bonhoff, Kalb, Ballführung sehr, sehr schwer, Rasen kann man das nicht nennen, was hier wächst, das ist Pampas Gras mit Löchern drin. Kalb, Hölzenbein. Und der erste Eckball für die deutsche Mannschaft mit Hölzenbein. Da hat sich Russmann und auch Fischer nicht korrekt eingesetzt. Freistoß also zu der Gatti, der ein Stirnband tragen muss, weil sein Haar sonst sicher alles verdunkeln würde. Fischer auf Abramczyk. Die beiden Schalker kombinieren natürlich gerne zusammen. Abramczyk. Sehr schön von Villa gemacht. Bertoni. Ja, Bertoni ist der schussgefährlichste Mann. Sagt Ihnen schon, er hat 5 Treffer erzielt gegen Ungarn und gegen Polen. Jetzt kann man andeutungsweise sehen, warum. Ein ziemlicher Bedrängnis, die deutsche Abwehr. Foulspiel von Kalt gegen Bertoni. Das ist Pernilla, der Mann mit der Nummer 4, der rechts im Bild steht. Pernilla. Fischers Kopfball ist nur eine Vorlage für die Argentinier. Ardile. Ein Eckball durch Berti Fuchs verursacht, der vierte für die Argentinier, denen also dieser 0:1 Rückstand im eigenen Stadion gar nicht schmeckt. Russmann bisher Kopfball beherrschend im eigenen Strafraum. Diesmal sogar unterlaufen von Mittelstürmer Luke. Der Schiedsrichter erklärt ihm das auch noch. Da ist Luke am Ball. Ich bin gespannt, was er macht, wenn er den Ball führen kann. Geschickt. Ja. Sehr geschickt. Aber Russmann hat sich nur einmal narren lassen. Fischer. Ja. Ohne Unterstützung. Holgin.
Er ist so etwas wie der letzte Mann, ohne Libero zu spielen. Das sagte ich Ihnen, den hat der Trainer Menotti also nicht vorgesehen bei den Argentiniern. Volker. Auf Hölzenbein. Und er wird einfach am ausgestreckten Arm verhungern lassen, möchte ich sagen. Schiedsrichter hat es aber gut gesehen. Cesar Coelho aus Brasilien indirekt sehr gnädig. Er hat es als Sperren betrachtet. Das war schon ein bisschen mehr. Das ist Bonhoff also, der diesen Freistoß bringt. Und der Kopfball an den Pfosten. Fischer immer brandgefährlich und diesen Ball konnte man wirklich im Tor sehen. Die deutsche Mannschaft führt also nach diesen Chancen verdient mit 1:0. Und Abramczyk steht im Abseits. Lässt seinem Außen Bertoni keinen Spielraum, das ist auch nötig. Bial. Auch Abramczyk hat es schwer gegen einen hautnah deckenden Verteidiger, Carrascosa. Russmann. Volkert. Das macht er sehr geschickt gegen diesen stürmischen Ternia. Wenn da ein zaghafter Außenstürmer steht, ist er schon weg. Minuten sind gespielt, meine Damen und Herren. 1:0 für Deutschland durch ein Tor von Fischer in der 8. Minute gegen Argentinien. Harte Zweikämpfe, Sie sehen es immer wieder. Ein Spiel, das sicher bisher keinen Schönheitspreis verdient, aber seine taktischen Varianten sind hochinteressant, kalt. Und auch die Zweikämpfe im Mittelfeld und auf den Flügeln besonders hart und sicher spielentscheidend. Passaran. Dann Russmann, ganz gut erkannt. Bertoni. Ihn sucht man immer, den großgewachsenen Spieler mit der Nummer 7. Dietz hat es schwer, kann ihn auch diesmal nur durch Foul stoppen. Zur Entfernung 30.
32 Jahre jung, sicher einer der kommenden Stars bei der Weltmeisterschaft hier in Argentinien. Die aggressive Spielweise der Argentinier lässt kaum eine ruhige, durchdachte Kombination zu. Zweikämpfe, immer wieder. Falscher Einwurf gepfiffen und zu Recht gepfiffen, muss ich sagen. Bonhoff. Möglichkeit, da ist der Ball etwas zu steil, scheint mir, denn so der Gatti kommt eher dran, ja. Zeichen, dass dieser argentinische Torhüter gut mitspielt, sofort erkannt, 40 Meter aus dem Tor heraus. Kalb, 20 Meter vor dem Tor. Ja, Bertoni hat Dietz wieder einmal stehen lassen. Das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich. Bertoni gefällt mir am besten bei den Argentiniern. Ein Mann, der alles kann. Große Schwierigkeit, die deutsche Abwehr. Und sofortiges Stören bei der Ballannahme. Das ist die Stärke dieser argentinischen Mannschaft, der sicher noch sehr viel Schliff fehlt. Aber die viel durch diesen ungeheuren Kampfgeist ersetzt. Abramczyk, an Villa vorbei. Das Abspiel kam zu spät, selbst für Vogt, viel zu überraschen. Entschuldigung von Vogt sofort gegen dieses Foul an Karaskorska, da waren die beiden Kapitäne der Mannschaft mal zusammengeraten, aber es geht ja auf beiden Seiten nicht gerade zimperlich zu. Bertoni gegen Dietz.
Costa mit der Nummer 11, spielt im Mittelfeld, ist also durchaus kein Linksaußen. Er gehört zu den Mittelfeldspielern, die mit nach vorne gehen. Bertoni wieder. Der fünfte Eckball für Argentinien. Die meisten Aktionen von diesem Mann mit der Nummer 7 in Rechtsaußen, Bertoni, dessen Namen, wie gesagt, von sich merken soll. La Rosa. Volkert, Hölzenbein gegen Villar. Der bärtige Villar, ich werde ihn noch ein paar Mal vorstellen können, ist der Prototyp an Kraft hier im argentinischen Fußball, der teuerste Mann überhaupt. Er kostete $200.000 im Ablösespiel, das es auch hier in Argentinien gibt. Allerdings im innerargentinischen, da sind $200.000 eine unglaubliche Summe. Volker. Sehr schön. Die Ersatzspieler sind gerade eingeblendet. Drei dürfen ausgewechselt werden, hat man vorher ausgemacht. Und dazu noch der Torhüter. Verteidiger Pernilla und der Ball ist im Bein, schöner Doppelpass. Und mit dem Absatz wirklich ungewollt holt Passarella den Ball noch aus der Gefahrenzone. Ab und zu blitzen solche Angriffsaktionen der deutschen Mannschaft auf. Wenn sie direkt spielen können, die Deutschen sind sie auch sofort gefährdet. Wobei ich sagen muss, ich wiederhole es jetzt noch einmal, Doppelpassspiel, Direktspiel auf diesem Platz, schwierig, manchmal sogar unmöglich. Vierte Nachschussmöglichkeit. Keine Abseitsstellung. Sagt der Schiedsrichter und dann zeigt der Linienrichter Abseits an. Also die verwirrende Entscheidung und kein allzu gutes Zusammenspiel zwischen Linienrichter und Schiedsrichter. Minuten vor der Halbzeitpause immer noch 1:0 für die deutsche Mannschaft durch ein Tor von Fischer in der 8. Spielminute. Es gibt einige Fouls von großer Rücksichtslosigkeit. Sie sind ziemlich offen, gar nicht mehr versteckt. Man sagt den Argentiniern ja nach, dass sie wundervoll faul spielen können, aber diesmal sieht man es auch. Rustman Abramczyk. Die Flanke.
kein Eckball. Hertenbein. Und wieder die Abseitsfalle aufgebaut. Nicht zugeschnappt. Jetzt erst. Und drüben ist Silas Valet, von dem ich eben sprach, der teuerste Transfer im argentinischen Fußball. Hier in die Hauptstadt ist er gekommen, der junge Mann vom Lande. Und jetzt wieder Bertoni gegen Sie. Das Volk hat gut gegangen. Vorne auf. Und wieder Abseits. Diesmal konnte man geteilter Meinung sein, aber der Linienrichter hat wieder die Fahne hochgehabt. Schiedsrichter Velio aus Brasilien konnte gar nichts anderes entscheiden. Lucke gegen Rüssmann. Das zweite Duell, das uns besonders interessiert hat und das bisher klar für Rüssmann steht. Lucke gegen Rüssmann. Und der erste Einsatz von Toyota. Danke. Er hat ein gemütliches Dasein gehabt bisher. Zum ersten Mal wurde es kritisch und es sind 43 Minuten gespielt. Das ist natürlich ein Kompliment für seine Abwehrspieler. Und dann Volkert, Kalt und Fischer. Eine sehr geschickte Drehung von Fischer, dem Carrascosa. Und ich glaube, jetzt ist er eben verletzte Fehler vom Platz gegangen. Und Ricardo Bocchini mit der 15 ist auf dem Platz. So, meine Damen und Herren, das war die erste Hälfte unserer Direktübertragung aus Buenos Aires, aus dem Boca-Stadion, dem Ausverkauften. Da steht 1:0 für die deutsche Mannschaft. Und ich glaube, man darf sagen, aufgrund des konstruktiveren Spiels, der besseren Ideen, verdient 1:0 durch ein Tor von Fischer. Wir melden uns mit der zweiten Hälfte wieder und geben zunächst nach Hamburg zur Tagesschau. Immer noch Halbzeit, meine Damen und Herren, in Buenos Aires. Wenn Sie gerade erst zugeschaltet haben, 1:0 führt die deutsche Nationalmannschaft durch ein Tor von Fischer, ein Kopfballtor in der 8. Spielminute. Hier in Argentinien ist ein Wetter, wie es schlimmer in London.
ist ein Wetter, wie es schlimmer in London an einem schlimmen Nebeltag nicht sein kann. Man sieht wirklich kaum die Hand vor Augen morgens, wenn man durch die Straßen geht. Und wir haben schon befürchtet, das Spiel könnte vielleicht gar nicht stattfinden. Denn heute Morgen sah man hier auf dem Bockerplatz vielleicht 50 Meter weit nicht mehr. Der deutschen Mannschaft ist die Stimmung gut. Ich soll Ihnen auch sagen, dass alle Schlachtenbummler trotz großer Umwege hier gut angekommen sind. Ich möchte Sie kurz auf die zweite Hälfte jetzt vorbereiten dieses Spiels, denn die europäischen Mannschaften sind in der zweiten Hälfte bisher regelmäßig eingebrochen. Es hat seinen Grund darin, dass sie halt eben ein, zwei Tage erst vorher hier in Buenos Aires angekommen sind, dass sie in diesen argentinischen Winter hineinkamen mit einer sehr, sehr hohen Luftfeuchtigkeit und dass sie außerdem die 4 Stunden Zeitunterschied nicht verdaut haben. Viele, so haben das mir die Ungarn gesagt, kamen hier auf den Platz mit bleischweren Gliedern, haben nachts nicht geschlafen und das hat sich halt in der zweiten Hälfte bemerkbar gemacht, wenn die größten Energien aufgebraucht waren. Ich bin gespannt, ob es der deutschen Mannschaft ebenso gehen wird oder ob sie das Tempo, das hohe Tempo der ersten Hälfte weiterspielen kann mit einem Fußball, der sehr vom Athletischen geprägt ist und auf einem Fußballplatz, der allzu große technische Feinheiten nicht zulässt. Das ist eine Schade, denn hier in Buenos Aires gibt es wunderschöne Fußballstadien, die aber für die Weltmeisterschaft präpariert werden mit herrlichen Rasenplätzen und man hat auch so ein bisschen das Gefühl oder den Verdacht, dass die Argentinier allzu gerne in diesem alten Boca-Stadion spielen, in dieser Bombonera nennen sie es, in dieser Bonbon-Schachtel, die steil nach oben geht, wo jeder Zuschauer das Gefühl hat, er könnte fast mitspielen und dass sie dieses Fluidum ihrer Nationalmannschaft mit auf den Weg geben wollen. So, die Mannschaften sind da und ich sehe, dass es noch mehr Auswechslungen gegeben hat. Mit der Nummer 18 sehe ich gerade einen argentinischen Spieler auf den Platz laufen. Einen hat man ja schon ausgewechselt. Und 18 ist Killer. Ja, Killer wie ein richtiger Killer. 18. Die deutsche Mannschaft ist noch nicht auf dem Platz. Ich sehe die Nummern 4, 5, 9 und 10. Die Nummern 3 und 8. Das heißt also bisher noch keine Auswechslung. 2, 11 und 7 sind auch da. Tja, komplette Mannschaft, die in der ersten Hälfte. Helmut Schön will also diese Mannschaft so lange wie möglich durchspielen lassen, nicht durch allzu frühes Austauschen Verwirrung hinein. Mit der Nummer 13 jetzt auch den Argentinier Tarantini, der die vorhergehenden Länderspiele mitgemacht hat. Dann, wie gesagt, mit der Nummer 18 Killer und mit der 15 Bosch. So, zweite Hälfte also und wie gesagt, Spannung, wie die deutsche Mannschaft die Umstellung in der Zeit verkraftet.
der Mannschaft zu bieten ist Passarella, der eben auf den linken Flügel gepasst hat. Carozza. Okay, dann Wussmann. Wussmann, dessen Stopperspiel man heute als vorbildlich bezeichnen muss. Der auch hier durch ein Foulspiel von Ardiles nicht zu stören war. Ardiles versucht im Mittelfeld jetzt etwas mehr Tempo zu machen. Das ist mir aufgefallen, dass das Tempo der Argentinier im Mittelfeld zu langsam ist bisher. Das ist Ardiles, der Schmächtige. Wieder am Ball. Dann hat er sich fallen lassen, der Mittelstürmer Luque. Der Versuch ist nicht strafbar, er hat es versucht. Und jetzt muss die deutsche Mannschaft versuchen, hier etwas Ruhe und System ins Spiel hineinzubringen, so wie sie es jetzt macht. Mit Beer. Und auch Gastoni, der Argentinier. Und Luque, der Mittelstürmer. Die ist mein Kalb, dynamischer. Kalb auch sehr dynamisch, nicht nur auf dem Libero-Posten ganz anders spielen als sein großer Vorgänger, das muss er ja auch dann spielen. Und der Toni. Der Toni hat noch nicht richtig Maß genommen. Ich bin etwas besorgt, meine Damen und Herren, über etwas, was Sie im Augenblick nicht sehen können im Bild, wo noch ging. Ob er sich auswechseln lassen will, weiß ich nicht. Er spricht mit Fischer, dem Mittelstürmer, während Sie gerade die Wiederholung des Schusses von Bertoni sehen. Ball ist auf der Kampfkraft beider Parteien anscheinend die Luft ausgegangen. Zu der Bank hat sich einen neuen herbeigeholt. Mit dem geht es jetzt los in den Endspruch der Argentinier, wie es mir scheint. Abramczyk, Beer, Holguin, und Holguin ist da gefault worden, La Rosa Freistoß, Holguin, Ardiles. Klare Abseitsstellung, deshalb kann Hölzenbein nicht abspielen und muss die Kurve machen. Jetzt geht's. Linksverteidiger ist also jetzt Tarantini, der diesen Ball gerade ausgesetzt hat. Der hat ja von mir eben erwähnt, der Killer, wieder still und leise, verschwunden.
Karantini gegen Abramczyk. Ja, mit Haken und Ösen wird da gespielt von beiden Seiten. Und zwischendurch ist der Ball sogar mit der Hand angepasst worden, ohne dass der Schiedsrichter Gelli aus Brasilien gepfiffen hat. La Rosa. Bertoni. Und Rüssmann. Immer mehr zum Spielmacher wird der kleine Ardiles. Hölzenbein gegen Passarella. Zwei Kämpfe um jeden Meter Boden, so kann man das fast nennen. Und dazu keine Freundlichkeiten. Es ist so hier in Argentinien, man sieht die Deutschen sehr, die Freundschaft ist sehr, sehr groß, bis zum Anpfiff, meine Damen und Herren, und dann kann spielen, wer will hier. Dann geht es ziemlich grob her. Sie sind zu Hause nicht immer die Beherrschtesten. Und verlieren tun sie natürlich auch nicht gern. Haben sie ja auch noch nicht, denn es ist ja noch lange genug zu spielen. Herr Diele. Schöner Doppelpass. Die deutsche Mannschaft wieder unter Druck, hat das Spiel nicht unter Kontrolle, kann aber durch solche Vorstöße hier Luft schaffen. Rüssmann wurde abseits gesehen vom Linienrichter hier. Ich melde leise Zweifel an, das nutzt nicht die Argentinier. Obst hat sich in der Zwischenzeit Bertoni angenommen, mit dem Erfolg, dass Bertoni in der zweiten Hälfte einmal zum Schuss kam und jetzt etwa 25 Meter bis zum Tor zwei Stoße hält. Das sah natürlich verwirrender aus, als es dann wurde. Passarella und Volkert. Hoch also jetzt in seiner neuen Rolle gegen Bertoni. Ich habe ihm gesagt, das ist ein hervorragender Fußballer. Sie finden es immer wieder bestätigt. Kraftvoll. Nichts verspielt ist, er sucht den nächsten Weg zum Tor. Manchmal gelingt es. Bruno, also wieder mit von der Partie. Ohne Ambitionen ausgetauscht zu werden. Da ist er. Fischer hat bisher, der Mittelstürmer, das muss man sagen, außer seinem Tor meist im Schatten von Passarella gestanden. Fischer, Hölzenbein, Fischer. Und sehr großzügig ist der Schiedsrichter hier weiterspielen. Passarella. Passarella, ein Mann, der auch aus der Entfernung von 20 Meter zu schießen wagt. Freistoßspezialist mit Bertoni bisher der gefährlichste Schütze. Abramczyk. Und der kleine Ardile, gegen den Bea jetzt spielt.
der Toni gegen Vogt. Entfernung zum Tor, man kann das auf dem Bildschirm ja nicht immer ganz deutlich erkennen, sind etwa 40 Meter. Lucke gegen Rüttmann. Gallego. Bis jetzt ist die deutsche Abwehr noch nicht erschüttert. Aber man kann bei dieser Abwehr auch nicht sagen, dass sie souverän wird. Bertoni, wieder am Ball. Er ist sehr schwer zu stoppen. Und meist nur mit unsauberen Mitteln. Kopfball von Passarella. Eine Stunde ist gespielt und die deutsche Mannschaft steht unter Druck. Freistoßentfernung 18 Meter, seitlich vom Tor. Jetzt sehen Sie. Stand dem Schuss von Passarella im Wege. Ardiles, sehr gut. Die Möglichkeit für Lucke. Franke hält, immer noch der Ball in der Gefahrenzone. Ja. Mehr Glück als alles andere. Sind sehr durcheinander im Augenblick. Viel Glück. Die zweite Halbzeit. Die europäische Mannschaft bisher immer die schwer. Unglaublich, welches Tempo die Argentinier jetzt spielen, wie sie angreifen, wie sie vorchecken, kann man schon sagen, aber natürlich auch für Kontaufen sind. Abanchi. Und da ist der Konter. Das ist wundervoll. Abanchi Fischer gerade noch in allerhöchster Not und schon das 2:0 durch eine Schalterkombination, so möchte ich es mal nennen. Abanchi Fischer 2:0. Sicher ein wichtiges Tor in einer Situation, da die Argentinier dem Ausgleich so nahe schienen. Wollen sehen, ob dieses zweite Tor dem Spiel der deutschen Mannschaft etwas mehr Ruhe und Sicherheit in der Abwehr bringen kann. Es ist sehr still geworden hier im Stadion in diesem Augenblick. Fast 70.000 Zuschauer können das nicht begreifen. Fischer. Ardile. Und Lucke. Nein, kein Elfmeter, der Schiedsrichter steht daneben. So kann man auch hier keine Elfmeter schießen. Und wieder Ardile, der treibende Mann im Mittelfeld.
Argentinier auch gedrängt haben. Ich muss sagen, das 2:0 steht doch noch als gut und sicher im Raum. Wenn man es jetzt auch als glücklich bezeichnen kann, weil 15 Minuten lang Schwächen in der deutschen Abwehr zu erkennen. 500 deutsche Schlachtenbummler singen. Opferbereiter Einsatz, so kann man es fast nennen, aller deutscher Spieler. Abramczyk, oh, ein übles Foul. Da konnte man Rotwehr zeigen, jemanden so umzudrehen, während er auf dem Weg zum Tor ist. Das habe ich also sogar in übelsten Schlachten nicht gesehen. Das hier nennt sich also Freundschaftsspiel, was Passarella hier gemacht hat. Hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Das ist Brutalität, die man auf keinem Fußballplatz der Welt sehen möchte, auch nicht in Buenos Aires. Passarella, der Mann mit der Nummer 6. Die Nerven der sieggewohnten Argentinier scheinen etwas ins Flattern gekommen zu sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und nun weiter geht's. Bertoni am Ball. Nein, nein, es gibt Einwurf. Da war's da. Tarantini. Wieder La Rossa. Torhüter Franke. Nachschussmöglichkeit. Handspiel aber Vorteil. Geht weiter. Luke, der Mittelstürmer. Alles Einzelaktionen der Argentinier, die als Einzelspieler durchaus energisch nach vorne ziehen, eine mannschaftliche Wirkung, aber in vollendetem Maße bisher sicher noch nicht zeigen konnte. Pernilla, der Rechtsverteidiger, treibt seinen Angriff. Bertoni ist gegen Vogt bisher nicht zum Zug gekommen. Dann wieder Ardile. Da ist er am Ball. Der Kleinste auf dem Platz. Und der Notschlag, kann man wohl sagen, führt zum Eckball. Beim Stande von 2:0 für die deutsche Mannschaft, 25 Minuten vor Spiel. Rüssmanns Kopfballabwehr. Gallego. Bertoni. Tarantini. Einzelaktion, Sie merken das. Sobald der Ball direkt gespielt wird bei den Argentiniern, bekommen sie Schwierigkeiten. Bier baut im Augenblick etwas ab, hat bisher ein großes Laufpensum hinter sich gebracht. Und Punkteinsatz gegen Bertoni gibt einen Freistoß zum Tor. Na, jetzt sehen Sie es. Das ist Torhüter Franke, der bis jetzt noch keinen Fehler gemacht hat.
zweimal Glück hatte und die anderen Male sicher reagierte. Der Toni schießt. Rüstmann greift den Ball jetzt etwas, das ist richtig. Fischer ist der Einzige in Position, weit vorne. Kalt. Und der Ball wird länger gehalten. Aber es ist schwer, einen ungedeckten Spieler zu finden. Das Laufpensum der Argentinier ist erstaunlich, die Kondition ebenfalls. Aber was die deutsche Mannschaft heute hier kämpferisch leistet, ist außerordentlich. Und auch ein nur Techniker, so meint man immer wie Hölzenbein hier, hat seine kämpferische Linie entdeckt in diesem Spiel. Ich muss sagen, dass auch sein Einsatz in dieser Form mich sehr überrascht. Kalt. Nicht mehr nur Libero. Kalt. Und sehr schönes Tor. Ein sehr, sehr schönes Tor von Hölzenbein. Nach einer Vorbereitung von Kalt, wie sie in Hupe steht, die man schöner gar nicht machen kann. Also Hölzenbein zur rechten Zeit gelobt, kann ich nur sagen. 3:0, ein Ergebnis, das natürlich in dieser Form, schauen Sie diesen klugen Kopfball an, und Gattis Stellungsspiel nicht gerade atemberaubend. Vom Platz geht der ins Spiel gekommen ist Rummenigge in der deutschen Mannschaft. Hölzenbein also das 3:0. Wieder ein schulmäßiger Angriff mit Abramczyk, wenn er die Nerven behält. Nein. Das hätte sogar das 4:0 sein können, denn so klar herausgespielt war diese Chance. Und der Gatti hat raffiniert den Winkel verkürzt. Abramczyk nicht ebenso raffiniert reagiert. Natürlich ein Schock für die Argentinier, und die deutsche Mannschaft bekommt jetzt Beifall auf offener Szene. Allerdings, das muss man sagen, musste dieser Gegner ja wieder gekämpft werden, erst einmal, ehe man ihn wieder spielen könnte. Spielerisch alleine wäre hier gar nichts drin gewesen. Arziles und La Rosa.
an Bertoni. Ein etwas resignierender Mittelstürmer Lucke, der bisher also mit diesem Trick gegen Rüssmann keinen Stich bekommen hat, auch diesmal nicht, allerdings einen Eckball. Lucke. Und ein schönes Tor. Ein wirklich gutes Tor durch Passarella. Passarella, der mir der stärkste Abwehrspieler und auch der stärkste Angriffsspieler zu sein scheint am heutigen Tag. Ein Tor, von dem man sagen muss, dass es auch verdient ist, für die vielen Bemühungen, die die Argentinier bisher hatten. Die vielen vergeblichen Bemühungen, 3:1 also für die deutsche Mannschaft nach diesem Tor von Passarella. Etwa 15 Minuten zu spielen hier im Boca Stadion in Buenos Aires. 3:1 also für die deutsche Mannschaft und wahrscheinlich wieder etwas Auftrieb für die Argentinier nach diesem Tor. Rummenigge zum ersten Mal am Ball. Das ist Rechtsverteidiger Pernia. Bertoni lauert und Rummenigge. Entlastung sein. Wundert mich ein wenig, dass der Schiedsrichter hier Freistoß für die argentinische Mannschaft gibt und einige kleine Rempeleien. Aber ich glaube, die gelbe Karte hätten dann schon beide verdient, wenn schon, denn schon. Und Bertoni. Volkert ist jetzt weit in die Abwehrreihe zurückgekehrt, hat das allerdings nicht sehr gut gemacht, das da, der Toni. Und Volkert. Argentinier machen von ihrem Wechselrecht noch einmal Gebrauch, bringen jetzt Ortiz ins Spiel, also einen Vollblutstürmer. Und dafür geht La Rosa. La Rosa, der sich ja mehr im Mittelfeld aufgehalten hat, wird also jetzt durch einen echten Außenstürmer, durch einen linken Außen ersetzt, durch Ortiz, der hier am Ball sein will. Schiedsrichter pfeift nicht, wenn das nicht Sperren ohne Ball ist, dann habe ich da noch nie ein Fußballspiel gesehen. Rummenigge. Und jetzt also kommt der Freistoß für die deutsche Mannschaft, ich möchte da mit einer Gerechtigkeitsverzögerung. Ja.
Yard 35 Meter. Brunhoff. Hölzenbein. Ortiz. Das ist Flug gespielt und kein Abseits. Nein, niemals im Leben. Aber gepfiffen, nachdem der Schiedsrichter auf seinen Linienrichter zurückgeschaut hat, der auch lange genug gezögert hat. Fischer gegen drei Abwehrspieler, Volker, der in der zweiten Hälfte auf der linken Flügel ziemlich untergetaucht war. Man muss aber der Gerechtigkeit halber sagen, dass aus dem Mittelfeld auch ja 20 Minuten lang einfach nichts kommen konnte. Lucke kommt an Rüssmann einfach nicht vorbei. Das heißt also, dass man Rüssmann in der Abwehr in Note 1 geben muss. Und das ist kein Abseits. Fischer alleine vor Tolbergatti. Und der mit einem Catcher-Griff hält er ihn fest, wirft ihn um. Und es gibt wieder nur eine gelbe Karte auf der Garantie. Ja, es gibt wieder nur gelb. Das ist also kein Fußball, das ist Catchen, das ist Fußball brutal, meine Damen und Herren. Wenn das also jetzt schon geschieht, dann können wir uns in etwa vorstellen, was in einem Jahr los sein kann. Wenn es hier wirklich um etwas geht, nicht um ein Freundschaftsspiel wie dieses, um eine Probe von zwei Mannschaften, die sehen wollen, wo sie ein Jahr vor der Weltmeisterschaft stehen. Das ist Catch as Catch Can, zu wenig bestraft, mit Gelb fast belohnt. Rüssmanns Abwehrschlag gleichzeitig an Konter, wieder durch Fischer, wenn er sich Mut macht. Ja. Und da ist das, nein, es ist es nicht. Ich wollte sagen, da ist das 4:1 durch Abramczyk, aber er hat das leere Tor nicht getroffen nach dieser guten Leistung von Fischer und der hervorragenden Reaktion von Tolga Gacki. Der Toni versucht jetzt an Kals vorbeizukommen, nachdem Vogt eben mit nach vorne gestürmt war. Versucht zumindest einen Freistoß herauszubekommen. Rüssmann. Hölzenbein springt am Ball vorbei. Der Ball geht am Tor vorbei. Ja,
Ja, ich glaube, meine Damen und Herren, das hier ist eine recht spannende und gute Sonntagabendunterhaltung. Hier ist es ja jetzt Nachmittag, es ist jetzt 5:07 bei uns hier in Buenos Aires. Hoch, hälften Bein. Bonhoff. Fischer. Und dann Ortiz. Dies hat es jetzt schon gleich mit drei Gegenspielern zu tun gehabt. Mit Ortiz ist er bisher am besten fertig geworden, mit Bertoni in der ersten Hälfte weniger. Und wieder die Konterchance. Rummenigge. So hat der Gatti wieder richtig gestanden. Es waren natürlich auch 5 Gegenspieler gegen Rummenigge und niemand anspielbereit. Ja, ist richtig. Bertoni hat geschoben. Hoch, er hält den Fallstoß mit rechts. Minuten zu spielen, meine Damen und Herren, und die deutsche Mannschaft führt in Buenos Aires mit 3:1. Auf Tisch, hier mit der Nummer 14. Luke gegen Rüssmann. Immer noch diese hartnäckigen Zweikämpfe, immer noch Hektik, noch keine Ruhe im Spiel. Eine Hit zu keiner Sekunde, selbst nicht nach dem 3:0. Die Hektik ist eigentlich geblieben von der ersten bis jetzt zur 85. Minute. Ja, Fallstoß richtig. Das zeigt, dass der Herr Tarantini wohl etwas ruhiger werden soll in seinem Spiel, der linke Verteidiger, der anscheinend noch zu viel Kraft hat, weil er in der ersten Hälfte nicht mitgespielt hat. Das die Argentinier hier vorgeführt haben, hat natürlich auch dieser Mannschaft ungeheuer viel Kraft gekostet, denn sie hat mehr mit Kraft gemacht als mit Technik. Und das über lange Strecken mit einer Verbissenheit, die man ihr gar nicht zugetraut hat. Technisch hervorragend gemacht von Volkert. Das Doppelpass ist zu steil und außerdem Gatti ein aufmerksamer Schlussmann mit gutem Stellungsspiel. Das ist das Starke an Abramczyk, dass er auch mal alleine mit 2-3 Leuten fertig werden kann auf eigene Faust.
Vorteil der Jugend, sich dabei nicht allzu viel Gedanken zu machen, weiterzugehen und weiterzulaufen und damit Erfolg zu haben, wie auch in diesem Fall. Und auf zwei Stunden. Das ist also noch eine gute Chance für die Argentiner, kurz vor Schluss. Passarella. Bertoni, 20 Meter Schuss. Die letzten Spielsekunden hier in Buenos Aires, meine Damen und Herren. 3:1 steht es für die deutsche Mannschaft. Und Abseitsstellung jetzt regulär und richtig angezeigt vom Linienrichter von Abramczyk. Der Torhüter hält es nicht im Tor, er will also doch, dass seine Mannschaft das Ergebnis noch verbessern kann. Das ist unmöglich. Schlusspfiff. Und eine deutsche Mannschaft hat hervorragend gekämpft, klug gespielt und eine Generalprobe auf der Südamerika-Reise, meine Damen und Herren, ist gelungen. Die deutsche Mannschaft hat sich nicht wie andere Europäer hier in der zweiten Hälfte vorführen lassen. Ganz im Gegenteil, sie hat den Argentiniern eine Lektion erteilt, eine Lektion, wie man im modernen Fußball kontern kann und eine Lektion, wie man Unbeherrschtheit durch disziplinstarke Spiele zunichte machen kann. So ist also dieses 3:1 hochverdient. 2 Tore durch Fischer, 1 Tor durch Hölzenbein, 2 Gegentore durch Passarella. Und wer weiß, was es heißt, dass die Argentinier ihren Gästen ganz großen Beifall spenden. Wer weiß, dass diese Mannschaft gefallen hat. Argentinien hat etwas gelernt. Die Mannschaft ist auf den Boden der Wirklichkeit zurückgekehrt, nachdem sie gegen Ungarn und Polen so klar gewonnen hat. Der Weltmeister hat gezeigt, dass der Fußball doch noch ein bisschen mehr sein kann als Kampf und Kraft. Meine Damen und Herren, das war unsere Übertragung aus Buenos Aires. Wir freuen uns, dass wir in dieses Spiel übertragen konnten, nehmen Abschied aus einer nebligen Stadt und melden uns bald wieder aus einem anderen Land, aus Uruguay, dann geht es weiter nach Brasilien und Mexiko. Auf Wiedersehen, guten Abend, meine Damen und Herren.